Hallo Leute, ja, wir sind hier in Erlangen unterwegs. Der Mackie war das, der mir geschrieben hat, ich habe hier dieses Haus vergessen anzubinden. Da müssen wir jetzt noch gucken, dass wir da eine Bushaltestelle hinkriegen. Und wir haben noch ein weiteres Problem. In Gütersloh habe ich die Linie vergessen anzuschließen. Und das nächste Problem, was ihr unten in der Mitte seht, ist, wir machen tatsächlich schon etwas länger kein Plus mehr. Da müssen wir auf jeden Fall hingucken. Ich würde sagen, schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann wollen wir mal reinschauen. Wir müssen hier noch eine Bushaltestelle bauen. Das machen wir auf jeden Fall noch, weil das bringt ja auch irgendwo Geld, ne? So, das ist hier 2, 1, 2. Das heißt, die muss hier hin, ne? Und dann das Häuschen da und dann ist das abgedeckt. Passt. Jetzt müssen wir noch die Linie anpassen dafür. Mit den, ja, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass zu viele Kutschen haben, die sich gegenseitig im Weg stehen und deswegen nicht genug Personen befördern. Kann das sein? Da müssen wir auf jeden Fall reingucken, ne? Also hier hinzufügen. Wir sind beim Rathaus zuerst. Wo ist es? Das ist da. Und dann da. Ich mache das jetzt hier erstmal noch so und dann müssen wir nachher, wie gesagt, nochmal schauen, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. So weiter zu handhaben. Ja, das Städtchen haben wir. Wir gehen erstmal ins Listenmenü, weil ich möchte gerne die Industrie wiedersehen. Nicht, dass da nachher was wird und wir kriegen es gar nicht mit. Das würde hier ja angezeigt werden. Und wir gucken mal gerade in die Stadtliste rein. Einwohner, Gütersloh ist mit 1350 die größte Stadt. Dann kommt Friedrichsdorf, Mennenden ist auch relativ groß. Und das ohne Denkmal, ne? Das ist nämlich die nächste Stadt hier auch, Mennenden. Seht ihr? Da ist kein Denkmal drin und das ist trotzdem eine große Stadt schon geworden. Gut, wir gehen aber weiter auf der Karte voran. Haben wir gerade die Dingens gemacht. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir nach Friedrichsdorf. Friedrichsdorf hat diese schöne Straße hier gebaut. Das Denkmal, das passt. Es sind noch keine neuen Häuser außerhalb. Das ist okay. Dann gehen wir nach Bad Mergentheim. Da ist alles auch noch abgedeckt. Wir gehen weiter nach Achim. Achim hat hier unten ein Haus gebaut. Ich habe übrigens ein Jahr wieder vorspielen lassen, ne? Und ja, hier sieht man es, die stehen alle. Das wird wahrscheinlich ein großes Problem sein. Da machen die miese und bringen nicht Kutschen rein. Da müssen wir definitiv dran arbeiten. Aber wir gehen erst einmal durch und gucken, was wir da machen müssen für die Städtchen. Hier ist alles abgedeckt. Gehen wir nach Köln. Köln ist auch abgedeckt. Hier oben haben sie, glaube ich, ein Stück Straße gebaut. Dann gehen wir hier nach Jena. Jena hat hier ein neues Häuschen und da ein neues Häuschen. Das heißt, wir müssen hier eine Bushaltestelle haben, die hierhin kommt. Wir müssen da erhöhen. Dieses hier. Und dann kommt da ein Stück Straße hin. Ah, stopp, ich bin falsch unterwegs, oder? Ah, hier hatte ich den Fehler schon kennengelernt. Wir haben hier diese Bushaltestelle nicht passend zu denen hier, ne? Jetzt würde ich das hier mal anpassen. Dann überlappt sich das hier zwar, aber dann ist das so. Dann sind wir da aber wieder richtig unterwegs. Straße. Was ist das denn hier? Mit Wartehäusern im Briefkasten. Ist das neu? Kann das sein? Also nach hier unten passt es jetzt wieder. Hier oben müssen wir dann später mal gucken, wie es wird, ne? Das Wartehäuschen ist neu. Ich glaube, die Haltestelle gab es noch nicht letztens. Beladezone kenne ich auch noch nicht. Ist wohl auch neu. Ist vielleicht mit der Zeit gekommen mit dem Wartehäuschen, ne? Aber passt dann schon. Das kann zu, das kann zu. Also, wir müssen noch eine Kutsche haben, die hier fährt. Stadtbus Jena. Da ist weg, Fahrplan. Ich hoffe, ich habe das eben richtig gemacht. Ja, meine ich, ne? Rathaus ist dort und die Haltestelle ist dann dort. Dann passt es erst. Wir sind in Jena fertig, gehen dann nach Königsbrunn. Hier ist alles abgedeckt, ne? Ja. Königsbrunn ist auch alles abgedeckt. Dann gehen wir nach Bad Zwischenahn. Das ist auch alles abgedeckt. Dann kommen wir nach Gütersloh und Gütersloh war diese Haltestelle, die ich wohl nicht angeschlossen habe. Das hatte mir der Mecke ja geschrieben. Dann wollen wir gerade mal schauen, dass wir hier
die Stadtbuslinie aufrufen. Das mal bitte weg. Wir fahren vom Rathaus nach da. Gütersloh Monument passt. Dann wird das da auch abgeholt. Und ja, da stehen noch keine, aber wahrscheinlich auf Dauer werden da welche kommen durch das Monument. Gütersloh sonst abgedeckt. Passt. Wir gehen nach Lüneburg. Lüneburg hat hier großes Baugebiet, aber keiner zieht dahin. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, schauen wir weiter. Dann nach unten zwei Brücken. Zwei Brücken ist alles abgedeckt. Hat hier auch Baugebiet auf der Seite oder hier unten. Da passiert aber leider nichts. Dann gehen wir nach Bayreuth. Bayreuth hat diese Straße verlängert und dieses hier eine Kreuzung schöner gemacht. Aber keine Häuser, nicht abgedeckt. Billig ist auch so größer geworden. Hier tut sich nicht wirklich auch was in der Bünde. Die Straße ist immer noch da und hier unten diese zwei Zipfel auch. Jetzt gehen wir nach Ettlingen. Ettlingen ist dieses Haus neu. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da 1, 2, 3, das muss hier hin. Das heißt, wir müssen da eine Straße bauen, die wir dann, denke ich mal, von hier hochziehen werden. Und Warthäuschen ein. So. Das passt. Dann gehen wir mit der Lupe weiter. Ja, gehen einmal auf eine Kutsche. Stadtbus Ettlingen, Fahrplan. Und wir gehen vom Rathaus nach dort auch hin. Passt. Da war mein Ettling, jetzt gehen wir nach Willensdorf. Willensdorf ist abgedeckt, wächst und gedeiht. Dann nach Willensdorf, nach Schwandorf. Schwandorf hat hier eine Straße und da könnte noch was gebaut werden und sonst ist alles abgedeckt. Lippstadt ist hier. Ja, Lippstadt hat hier ein Haus gebaut, glaube ich. Ja, und ist flächig, nicht groß, aber ja, passt. So, hier waren wir, da haben wir angefangen. Das ist jetzt abgedeckt. Gut, jetzt würde ich sagen, können wir die Karte mal zumachen. Da unten passiert noch nichts. Wir können dann mal hier reingehen und dann auf den Monat, auf die Marge. Und dann sehen wir, dass wir immer schön hier im Minus waren. Das ist nicht gut. Monat ist jetzt gerade angefangen, deswegen ist die Zahl sehr tief, aber wir müssen gucken, ist es hier auch noch abgesackt? Da ist es noch schlechter geworden. Gut, das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Ich würde jetzt tatsächlich dann die Fahrzeugliste mal aufrufen. Stopp, das war nicht die Fahrzeugliste. Hier ist die Fahrzeugliste und dann mal gucken, wo unsere größten Verluste eingefahren werden. Gewinn. Ja, hier fahren Züge 315.000 ein, ne? Und hier sind Züge, die ganz wenig Gewinn fahren. Das ist in Königsbrunn, Köln, Jena, Königsbrunn. Okay, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da ein Zug ist, der Minus einfährt. Warte mal. Achso, das Fenster ist jetzt schon vorne. Das nächste ist hier. Bayreuth-Willigbünde ist auch negativ belastet. Da steht es nur 15 drin. Okay, dann sind wir hier mit 49.000 Wiesen unterwegs. Köln, Jena, Königsbrunn, ne? Da sitzt keiner drin. Oder zwei, ne? Köln, Jena, Königsbrunn, da fahren halt nicht mehr so viele lang wahrscheinlich, weil wir unten da auch was haben, ne? So, das heißt, wie viel sind insgesamt Fahrzeuge auf der Strecke? Fahrplan? Ne, Fahrzeugliste? Zwei sind es nur, okay. Und hier sitzen ganz wenig nur drinne. Und in dem sitzen noch weniger drin und der wartet auch gerade. Und den würde ich jetzt definitiv erstmal ausmustern wollen, glaube. Weil
Das bringt nicht wirklich, da zwei drauf zu haben, wenn die da sich die Fahrtgäste ja auch gegenseitig wegnehmen, ne? Warum steht der da jetzt? Weil der andere da ist. Okay, das heißt, hier müsste eine Ausweiche näher sein, damit er auch nicht so lange wartet, bis der weg ist, ne? Vielleicht sollten wir da noch mal dran arbeiten. Die nehmen sich hier an diesem Ort, nehmen die sich ja gegenseitig die Fahrgäste dann auch weg, gefühlt. Ah, der hat eine sehr lange Standzeit da wahrscheinlich. Dann lass uns mal gerade hier ganz schnell, nee, das nicht, das, eine Ausweiche noch bauen, meine ich. Ich ziehe die da, oder nicht? Geht gar nicht, ne, wegen der Schräge hier. Ist ja dann auch noch schwer, hier was zu bauen, ne? Stellt sich die Frage, ob das so überhaupt geht. Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen hier was anschütten. Geht die Straße dann da lang? Die Schiene. Okay, dann würde er da lang fahren, aber das würde so auf jeden Fall reichen. Signal dahin. So müsste es funktionieren, ne? Vielleicht klappt es dann besser da schon mal. Jetzt ist die Frage, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ist da das Gleiche gegeben, dass es so weit weg ist? Wahrscheinlich, ne? Ne, Köln wird noch. Ne, Köln, jener, der hier, hier ist der Wechsel. Und diese Züge sind dann Gütersloh, Brandenburg, Köln, ja. Das heißt, hier ist schon schwierig. Das heißt, wir bauen hier mal auch noch ein Gleis näher da dran, ne? Vielleicht hilft uns das noch. Dass der Zugwechsel schneller stattfindet. Nicht so viel Standzeit da ist. So sieht's gut aus. So 49.000 Miese, das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Stellt sich die Frage, wie stehen die da? Auch miese. Der hat aber plus. Vielleicht ist der Wechsel schlecht auch. 1, 2, 3, 4. Vielleicht sollten wir von Köln bis nach Neubrandenburg mit diesen Zügen von hier aus fahren. Gütersloh, Neubrandenburg, Gütersloh und ne, die fahren nur bis hierhin, glaube ich, ne? Die wechseln ja hier wieder ab und fahren dann wieder zurück. Ja, es ist 1, 2, 3 Haltestellen sind das dann nur. Ja, 26.000 Miese sind das jetzt hier insgesamt. Hier sieht es aber schon ganz anders aus. Vielleicht ist es jetzt besser. Lass mal gerade schneller laufen. Ja, der fährt auf jeden Fall bis davor und dann ist er weg und dann kann der auch schon da rein. Bei denen wäre es ja gleich gegen Grün, dass die hier zu lange warten, ne? Nee, das ist Straße. Das ist verkehrt. Gleise brauchen wir. Gibt es da schon mehr? Nein, ne? Nein. Aber hier ist schon mal ein Tunnel jetzt. Aber eine Brücke gibt es leider noch nicht, ne? Das mal zu, das Fenster, das
irritierte. Richtungsbeschränkung gibt es da auch, okay. Im Tunnel gibt es aber noch keine Brücke. Okay, das heißt, wir machen hier mal auch das gleiche wieder unten. Und dann. Wo sind denn jetzt hier die Signale? Das? Ja. Da lang und da lang. Vielleicht hilft das auch was. Wir haben ja noch insgesamt 3,8 Millionen. Also ja, wenn die Zahl stark runtergeht, dann wird das auch zum Problem. Das ist klar. Da müssen wir schon drauf achten. Also sitzt immer nur einer zu wenig drin. Ich glaube, wir werden das Fahrzeug mal durch eins ausmustern hier. Jetzt ist er auch schon leer, das passt dann schon. Jetzt wollen wir den mal gucken, ob der dann mehr wieder fährt. Gut, die Liste müssen wir aber trotzdem nochmal wieder aufmachen. Und Fahrzeugliste war hier, ne? Ja. Köln. Und das hier ist Bayreuth billig. Das ist jetzt aber woanders. Wie viel sind denn da drauf? Da sind vier drauf, okay. Davon fahren zwei Gewinn. Das heißt, wir könnten einen mal runterschmeißen. Vielleicht macht das Sinn. Muss da den mal aus. War der gerade leer oder was, dass das passiert ist? Oder schmeiße ich welche weg? Naja, dann ist das halt so. Jena Griesbrunnen. Das haben wir. Gütersloh ist jetzt hier auch noch so eine Geschichte. Da sind auch vier drauf. Da fahren zwei Miese von ein. Das heißt, wir sollten vielleicht einen davon wegnehmen. Das ist der hier. Fahrzeug den. Ja, passt. Dann war der eben schon leer. Dann machen wir da einen weniger, dass da vielleicht dieser Zug dann voller wird. Und vielleicht fährt er dann wieder mehr Plus ein. Ja, Lippstadt, das sind ja schwierige Züge hier. Vielleicht müssen wir da doch den Fahrplan anpassen. Doch wieder Wartezeit hinzufügen. Feste Fahrzeiten. Machen wir tagtäglich einmal fahren. Also 30 mache ich mal. Durchschnittlich ist das 30, ne? Und er bleibt in Lippstadt zum Laden stehen, ja. In der Hoffnung, dass das was bringt. Lippstadt war das. Bayreuth will ich Bünde. Hatten wir, glaube ich, schon angeguckt, ne? Ja, da war, glaube ich, ein Zug, den wir runtergenommen haben. Die fahren hier auch gut jetzt. Gütersloh Neubrandenburg. Der Linie waren wir, glaube ich. Haben wir da? Ah, nee, da waren wir. Vielleicht waren wir da doch nicht, oder? Doch, da waren wir. Und den haben wir gesagt, er soll ausgehen, sobald. Ja. Das war der zweite, ja. Und das ist hier. Wenn enden ist das, ne? Wie sieht der aus, der Fahrplan? Fahren die dauerhaft? Ah, er hat 8 Abfahrten pro Monat. Hier mit 10% Ladung. Ja, das ist schon interessant, was wir da gemacht haben. Aber der fährt knapp hier Zahlen ein noch. Hier steht zwar jetzt irgendwas bei 4000 minus, hier steht nur 24. Keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt. Ist das das ganze Jahr gesehen und das ist Monat gesehen? Ich weiß es nicht. Oder
Ist das eine andere Berechnung? Naja, trotzdem jetzt hier miese gemacht. Er wartet jetzt auf Beladung, oder wie sehe ich das? Wir sind jetzt in Winenden. Er müsste 8 Passagiere haben, dass er wieder fährt, ne? Ja. Sechser hat er. Warten wir es ab. Noch zwei und dann fährt er wieder. Ich glaube, das können wir zumachen. Das ist, denke ich, ein guter Wert, weil der wird laufen. Da fährt er nämlich schon wieder. Jetzt hat er 9. Da kommen wir mit hin mit den 10% hier. Dass er von der anderen Seite nur 8-mal fährt, ist ja dann auch nicht verkehrt, weil, ja, obwohl, weiß nicht, vielleicht können auch mehr fahren. Das ist eine der größten Städte mit. Vielleicht sollten wir da doch nochmal dran ergehen. Palnier nach Königsbrunn, das können wir erstmal zumachen. Wir müssen nochmal an dem Zug ran, weil da war die Linie drauf. Fahrplan. Ich glaube, wir bleiben erstmal mit den 10% und nehmen das hier raus. Na, 154 nicht, gibt es keine Nullen. Achso, wir können jetzt hier nur auf Warte auf Mindestbeladung. Lass mal so. Dann hält er immer in Winenden an und fährt sonst durch. Macht vielleicht Sinn. Vielleicht klappt es dann auch besser. Lass mal gerade nochmal schneller fahren, was er jetzt da hinten macht. Jetzt die 9 Passagiere da drinnen. Komm mit 14 zurück, okay. Jetzt hat er 12 schon, okay. Da hinten stehen jetzt aber keine wahrscheinlich, weil nicht genug Schiffe da sind. Obwohl, 22 holt er da. Vielleicht passt das jetzt doch besser. Vielleicht ist das mit zeitlich gar nicht so toll, sondern besser mit der Mindestbeladung. Jetzt hat er wieder. Er hat jetzt hier oben tatsächlich eine kurze Zeit eine schwarze Zahl stehen. Ja. 9 nimmt er wieder mit. Wie wir sind jetzt in Winenden da. Ja, da wartet er ja halt. Es kommen wieder 8. Sieht so aus, als ob er mit dieser wenigen Zahl, mit diesen 10%, die er da manchmal drin hat, er hat so 15 bis 10% fährt er trotz alledem plus ein, ne? Ja, sieht so aus. Gut, okay, das lassen wir so. Und dann haben wir hier aufs Beste. Und vielleicht müssen wir nächstes Mal nochmal überlegen, ob wir auf anderen Strecken nicht das auch mit den Prozenten einführen, weil das ist ja nicht schlimm, weil wenn die erreicht sind sofort, dann fahren sie ja weiter, ne? Nur wenn ein Zug fast keine Fahrgäste hat, dann ist das nicht so. Hier unten, die Kutschen, da brauchen wir gar nicht so drüber nachdenken. Okay, die Summe macht es auch und sie sind alle irgendwie knapp im neuen, mit 900 Euro sind sie mies, aber das sind halt Fahrgäste, die gebracht werden für den Bahnhof. Ja, und dann ist es solche Sachen wie hier, dass die natürlich dann stehen, ne, weil alles voll ist. Sind dann doch vielleicht zu viele Kutschen drauf. 12 Stück. Vielleicht müssen wir da weniger haben. Weil stehende Kutschen bringen mir auch keinen Fahrgäste und die behindern sich gegenseitig und wird es noch schlimmer, ne? Und da diese jetzt hier gerade, sag schon, leer war, kommt die auch weg und diese auch, damit es weniger wird. Dann fahren die vielleicht doch schneller. Da ist noch eine. Muster die dreimal aus. Vielleicht wird es dann auch da besser. Wir sollten in Jena das gleiche nochmal checken. Ist das da auch mit den Kutschen so viele? Da sind es nur 7. Die sind auch alle voll. Vielleicht läuft sie auch besser. Machen wir das jetzt zu und das soll es dann auch für die Folge sein. Hier sehe ich jetzt auch, ja, hier sind auch Standzeiten schon bei 7 Fahrzeugen, ne? Aber vielleicht geht es dann da doch besser noch. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.